Ja, Chat, heute ist wirklich, also wir sind ein bisschen. Dafür haben wir heute ein gutes Video gedreht. Also für deinen Kanal zwar, aber wir waren ja trotzdem produktiv, ja. Hey Chat, ich muss sagen, das habe ich zu Chris heute auch gesagt, ich mache mir einfach zu viel Druck, ne? Ja. Ich mache mir viel zu viel Druck. Guck mal, es ist gerade so schönes Wetter und die Sonne scheint. Okay, heute habe ich ein Video gedreht, da ist schon mal mein Gewissen so oder mein Ding ist so, okay, ich habe heute was gemacht, ich war ein bisschen produktiv, habe ein Video gedreht. So, aber dann kommt wieder der Morgen, obwohl morgen drehen wir auch ein Video. Ihr müsst doch nicht immer krassen Content auf Twitch machen, es freut bestimmt viele von uns Zuschauern, dass ihr einfach live da seid. Danke dir Dankeschön. auf. Danke dir. Jetzt kannst du weitererzählen. Ich krieg ein schlechtes Gewissen, wenn draußen die Sonne scheint und ich Motorrad fahren könnte und kein Video drehe. Also ich bekomme wirklich ein schlechtes Gewissen und schlechte Laune dabei, wenn ich kein Video mache, wenn es draußen die Sonne scheint. Ja, das ist schon mal ein schlechtes Aber Zeichen. das Problem ist, ich weiß nicht, was ich drehen kann und will einfach nicht sinnlos durch die Gegend fahren, da was kommentieren, hier was kommentieren und dann kommt ein Video bei rum, könnte ich machen, aber das wäre halt so langweilig auf Pfusch, Autobahn. Nein, ist nicht so einfach. Deswegen war ja auch die Idee mit dem Liefern. Einmal im Monat, dass ich sage, okay, ich liefere aus, da habe ich so Content. Also man braucht ein Ziel und ein Format oder irgendwie sowas. So, wenn ich mit Kulubu zum Beispiel zusammen rumfahre, ist es ja noch was anderes, weil ich habe seine Stimme, ich kann mit ihm quatschen, zack, hast du schon ein Video. Egal, was man macht. Aber alleine ist es immer schwierig. Ja, deswegen, ich mache mir zu viel Druck, also sehr, sehr viel Druck. Das ist gar nicht gut, aber ich bin irgendwie so als Mensch leider. Ist dumm, aber irgendwie Du kann gibst dich ich's. halt mit dem, was du gerade hast, also so, ist ja auch gut, ehrgeizig zu sein, aber du gibst dich manchmal mit etwas, was gut läuft, nicht zufrieden, sondern willst noch was Besseres Ja, ich haben. bin gierig so. Ich will Nee, das immer hat nichts mehr. mit gierig zu Also tun. Du bist halt sehr, sehr, wie nicht Geld. gesagt, sehr ehrgeizig. Finde ich, hat nichts mit gierig sein zu tun, aber ja, du bist halt nicht bei anderen, sondern für dich selber. Also du hast sehr hohe Anforderungen an dich selbst. Ja, Nicht an ja. andere Leute, sondern an sich selbst halt immer. Und Ja, wenn es dann ja, nicht klappt, dann ist Orgi immer sehr. Darf ich das Beispiel nennen von heute mit dem Video? ja. Weiß nicht, was war denn? Mit den Aufrufen. Also man macht sich manchmal ein bisschen Druck wegen Aufrufen. So, okay, läuft wieder scheiße, warum kam das nicht an und warum das nicht, versteht man nicht, bla bla bla. Achso, das von heute war mir aber klar. Nee, nicht dein Video. Es geht zum Beispiel um das letzte Video von uns beiden. Mega gute Aufrufe. Ach Und so. Orgi kommt sofort, ja, aber die Like-Anzahl ist auch entscheidend, so wie es ankommt. Und das ist wieder so, Ja. warum nicht mal dann doch ein bisschen mehr zufriedener geben mit gewissen Dingen. Ja. Das ist Ja, Chat, manchmal. ich bin komisch manchmal. Ich mache mir zu viel Druck. Weil, guck mal, ihr müsst es so sehen. Beispiel, mein Video hat auch das mit der Dame, die mich klären wollte. Irgendwie 130.000 Aufrufe. Aber sagen wir mal 4.000 Likes. So, und Likes. Also für mich sind Likes auch wichtig. Nicht, weil ich geil auf Likes bin, sondern da siehst du das Verhältnis, wie stark deine Community ist. Weißt du, wie ich meine? Diese Likes heißt, das heißt immer, deine Community ist richtig stark. Dann guckst du zum Beispiel, ich gehe jetzt nur davon aus, bei einem John Broke, der macht 100.000 Aufrufe, hat aber 15.000 Likes auf seine Videos. Das ist viel, 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 viel geil. Also viel nicht geiler, sondern das Verhältnis ist viel größer. Und an Like-Anzahlen kannst du die Relevanz, sage ich mal, der Person einschätzen. Oder wie stark seine Community ist, einschätzen. Ja, komm, So. mach dir doch nicht so Ja, ich Kopfhörer, war mir zu viel Alter. Druck, ich bin einfach dumm. Okay, ich Nee, bin das einfach hat nichts mit dumm. dumm zu tun. Du bist einfach zu streng mit dir selbst. Weniger Videos, mehr Aufrufe und mehr Likes. Nee, mehr Videos. Mehr. Na, kommt drauf an. Ich denke, ich finde immer, wenn man auf Zwang viele Videos macht, dann lässt der Content, die Qualität des Contents irgendwann ab. Welche Qualität? Hör mal, ja. Ja, aber ich meine, wir haben so schon wenig Qualität, aber dann wäre noch weniger Qualität. Also ich finde halt auf Zwang viel schwierig. Ich glaube, wenn YouTube, Insta, Twitch so meine einzige Einnahmequelle wäre, würde ich mir, glaube ich, auch mehr Druck machen tatsächlich. Bestimmt, ja. So, aber ich habe ja noch meinen Vollzeitjob und ui. Das ist halt meine Quelle so an Geld und der Rest ist halt nebenbei für mich. Und ja. Und wir haben so schönes Wetter die nächsten Tage, Suzi. Oh, ich mach mich wieder kaputt, Tutsi, du Alter. musst ja auch mal dran denken, dass du vielleicht mal auch aus Spaß fährst und nicht immer nur um aufzunehmen. Du fährst ja mittlerweile. Und das ist das, was ich am Anfang von YouTube gesagt habe, wo wir angefangen haben. Ich will nicht, dass man auf Zwang, wenn man rausfährt, immer aufnimmt. Dass man nämlich auch mal das Fahren genießt. Und dieser Schwanz hier lenkt mich extremst ab im Ich Bild. nehme immer auf, leider. Und das ist nicht gut für den Kopf. Guck dir mal diesen Schwanz an. Also, das nervt Pamuk! mich da total im Bild. Pamuk! Kannst du meinen Schwanz aus dem Bild nehmen? Pamuk! Pamuk! Ja, scheiß drauf, lass gar nicht über das Thema quatschen. Wir machen das schon irgendwie, ne? Ich Ja, hab mal ein zwei bisschen Real Talk Helme. muss ja auch sein. Guck mal, ich mache mir schon immer so Gedanken, was kann ich machen? Wirklich jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, was kann ich aufnehmen? Was kann ich aufnehmen? Das ist halt, das ist die Schattenseite von YouTube, finde ich, Ja, Chat. voll. Und ich glaube, für Motovlogger ist es tatsächlich schlimmer als für normale Vlogger vielleicht auf YouTube, weil die planen dann wirklich ihre Videos, wann sie die Kamera mitnehmen. Und wenn man natürlich Motorrad fährt, dann denkt man vielleicht irgendwann auch, oh, ich nehme immer die Kamera mit. Pizzafahrer fahren auch jeden Tag Roller. Ja, Bruder, aber die haben wenigstens ein Ziel. So, der nimmt einen Auftrag an, bringt das hin, zack, zack, zack. Bruder, ich habe ja kein Ziel, weißt du, ich mal? Wenn nicht, bin ich einfach Pizzafahrer im Winter. Scheiß drauf. Okay, perfekt.